Der Notruf einer Passantin führt die Polizeihauptkommissare Anne Leuschner und Kai-Uwe Kardagis zu einem emotionalen Fall um ein kleines Kind. Und das benötigt dringend die Hilfe der Polizeibeamten. Tagchen, haben Sie uns angerufen? Ja. Ach du Scheiße. Ja, mein Name ist Gabi Mertens. Ich bin hier die Straße lang gekommen. Ja, hast du die 104? Und habe dieses Kind in dem Auto entdeckt. Ja. Und das bei der Hitze. Und ich wie lange steht denn das Fahrzeug schon hier? Wissen Sie das ungefähr? Das schon 10 Minuten stehe ich jetzt hier. Ich warte auf die Mutter, dass die kommt. Hallo. Oder ein Vater, der kommt. Ich finde das ja sowas also das geht gar nicht. Ja, bei dem Wetter, wie der Planet brennt, das ist die schwarze Decke. Ja. Das geht doch ja nicht. Kann man kein Kind im Auto lassen. Mensch, Pippi. Warte mal, ich geh mal von der anderen Seite ran. Ja, ja, ich hab das alte Griff. Püppchen! Hallo! Was ist denn mit dir, Mensch? Oh, oh Gott, komm mal her, gib mir. Och, Mensch! Och, ist dir warm! Komm schnell! Hier, komm mal schnell! Och, komm schnell zu mir! Vorsichtig! Och Gott, Püppi! Och, Mensch! Kommst du mal zu mir mit zum Auto? Ja, Mama, oh Gott, warte mal, komm mal schnell. Oh Gottchen, du bist ganz heiß. Könnten Sie mal so lieb sein, mir die Trinkflasche noch rausgeben? Ja, Anne, wie geht's denn der Kleinen? Alles gut? Oh Gott, ich hab, warte mal, haben wir den Teddy noch im Auto? Kannst du mir den mal rausgeben? Den Teddy im Auto? Ich hab die Halterin über Berolina informieren lassen. Oh, super, super. Oh, wollt ihr erstmal ein bisschen frische Luft? Geht's jetzt was? Ja, Mama, oh Gott, Bubi, komm, willst du dich mal... Sag mal, willst du dich mal ins Polizeiauto setzen? Nein. Nein, doch, mach mal. Guck mal. Komm mal hier, trink mal was. Möchtest du was trinken? Ja, Mama. Ja, trink mal was. Oh, Puppi, ui. Komm, ich setz sie mal rein, weißt du? Mach mal Tür auf, bitte. Ja, na klar. Guck mal. Hat er auch noch? Ja, guck mal, neuer Teddy. Ui, der ist Anna, toll, oder? Also die Halterin ist in wenigen Minuten da. Berolina hat die erreicht, die kommt hierher. Dann bestelle ich den RTW ab. Geht's da klein soweit gut? Soweit ist okay, glaube ich, ja. Alles klar. Berolina, hast du die 104? Puppi, so ist besser. Komm, wir setzen uns jetzt hier mal hin. Ja, wir brauchen den RTW nicht mehr, weil dem Kind geht's gut und die Mutter ist gleich da. Ui, Puppili. Sag mal, was machst du denn da ganz alleine in dem Auto? Hat die Mama gesagt, du sollst da warten? Ja, Mama gesagt. Och, Püppchen. Während Kai-Uwe Kardagis der Melderin für ihren Notruf dankt, kann Anne Leuschner das kleine Mädchen beruhigen. Doch mit der Ankunft der Fahrzeughalterin und Mutter nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Ich hab's ein bisschen eilig. Mein Mann wartet zu Hause. Ja. Dürfte ich jetzt gehen? Gar kein oder Problem. Haben Sie noch Ihre Personalien haben wir. Wir melden uns bei Ihnen, weil Sie sind der Zeuge in der ganzen Sache. Ja. Nee, ist kein Problem. Sie können zu Ihrem Mann. Ist wunderbar, gar kein Thema. Wunderbar. Dankeschön. Schönen Tag. Hallo? Entschuldigung. Hallo? Sind Sie? Sind Tochter. Alles klar, sind Sie okay. Die Mutter? Ja. Sagen Sie mal, wie ist denn das passiert? Sie können doch Ihr Kind nicht alleine lassen. Ich habe mein Kind nicht alleine gelassen. Wo kommen Sie denn jetzt her? Ich war arbeiten. Ich bin für eine Kollegin eingesprungen, die war krank. Ja. Und ich habe meine kleine Tochter meiner Schwester gegeben zum Aufpassen. Also Ihre Schwester war sozusagen Babysitter? Genau, sie sollte Babysitter sein. Hat sich auch gefreut, sie macht es gerne. Und ich kann mir das jetzt nicht erklären, warum meine Tochter hier in meinem Auto sitzt. Naja, offensichtlich ist Ihre Schwester, mit der, ich weiß nicht, shoppen gefahren oder sonst was? Nein, kann sie nicht. Sie ist 17. Ihre Schwester ist 17? Meine Schwester ist 17. Sie darf noch gar kein Auto fahren. Also hat keinen Führerschein und nicht begleitetes Fahren oder sowas? Noch ist unklar, wo sich die 17-Jährige aufhält und wer das Auto gefahren hat. Anne Leuschner bittet die Mutter deshalb, ihre Schwester anzurufen. Doch Kai-Uwe Kardagis hat schon jetzt eine Spur. Seitdem wir hier sind, schon als wir angefahren sind, du siehst auf der linken, also von mir links gesehen, steht ein Typ mit einem roten T-Shirt. Ich sehe hier erstmal zwei Mädels. Achso, der so an der Wand. Der versucht die ganze Zeit hier so zu gucken, der guckt immer hierher, der bewegt sich nicht. Ja, du guck mal lieber nicht hin. Der ist die ganze Zeit da. Ich weiß nur nicht, ob der damit was zu tun hat. Der kommt mir ganz komisch vor. Im Laufe meiner langjährigen Diensterfahrung habe ich eins gelernt, dass es unabdingbar wichtig ist, die Umgebung zu beobachten, auf alles zu achten, alle Details irgendwie aufzunehmen. Man lernt das einfach im täglichen Dienst. Mir fiel auf, dass in der Nähe ein jüngerer Mann stand, der die ganze Zeit zu uns beobachtet, der uns beobachtet hat, der zu uns geschaut hat, der die ganze Zeit die Situation von außen betrachtet hat. Man kennt ja das Problem der Gaffer, aber in diesem Fall war es irgendwie anders. Es war kein normaler Gaffer. Tagchen. Tagchen. Die Berliner Polizei, können wir mal ganz kurz ein Stück so an den Rand gehen? Wir stehen so sehr auf der Straße. Das ist ja die Frage.
Sie sind die ganze Zeit hier. Ich sehe Sie, entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen das mal so sagen muss, aber ich sehe Sie die ganze Zeit hier stehen. Sie gucken immer zu uns, Sie beobachten uns immer, Sie sind so ein bisschen, naja, ich möchte mal sagen, Sie gucken schon. Nun, gaffen ist was anderes, aber Sie gucken so eigenartig. Ich würde ganz gerne wissen, was Sie hier haben. Ich weiß nicht, aber ich stehe hier einfach nur, ich warte auf einen Freund von mir. Ja, Sie haben ja die ganze Zeit uns beobachtet. Haben Sie denn mitbekommen, was da vorne jetzt gerade passiert ist, weshalb wir hier sind? Ich weiß es nicht genau, nee, keine Ahnung. Aber ich schätze mal irgendwie, ich habe da vorhin ein Kind im Auto gesehen, denke ich mal deswegen. Genau. Okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf Nachfrage gibt der junge Mann an, die Mutter und das Kind nicht zu kennen. Die Beamten glauben ihm jedoch nicht. Zu Recht, wie sich herausstellt. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Sie. Ja. Was habe ich denn jetzt? Nicht ausgehalten. Ja, alles gut. Was ist mit meiner Schwester? So, nur mal ganz kurz mal Ihren Ausweis. Ich möchte einfach mal wissen, wer Sie sind. Und mein Kollege kriegt den Ausweis und Sie können der Mutter mal die Frage beantworten. Ja, aber ich kenne sie doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer sie ist. Ich kenne dich aber von Bildern. Ja, ich von meiner aber Schwester. Nicht. Wo ist Emma? Welche Emma? Ich kenne keine Emma. Schwester, doch, du kennst sie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt stell dich nicht so blöd, sondern sag einfach, wo meine Schwester ist. Also ich hätte es nicht besser sagen können. Ich hab's noch. Also jetzt mal ganz kurz, Herr Winter. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier das Problem ist. Jetzt hören Sie mal auf. Jetzt tun Sie mir mal in Ihr Fallen. Jetzt machen Sie hier mal keine Geschichten draus. Sie sind die ganze Zeit hier. Wenn Sie die Situation so erfasst haben, wie Sie mir hier erzählen, warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Warum sind Sie derjenige, der die ganze Zeit guckt und nicht mal seine Hilfe anbietet? Also jetzt raus damit. Was machen Sie? Ich habe das ja gesehen, aber keine Ahnung. Ja, Sie haben es gesehen, aber Sie haben nicht geholfen. Jetzt erzählen Sie mir mal bitte, warum Sie die ganze Zeit dahin gucken. Ja, sein muss. Ich habe mich mit Emma heute getroffen. Ja, und? Ja. Super. Und jetzt? Was ist das Problem da dran? Das Problem ist, dass Emma offensichtlich auf dieses Mädchen aufpassen sollte. Ja, das war ja nicht meine Schuld. Weißt du, was das bedeutet? Aber das war ja nicht meine Schuld. Sie hat doch selber gesagt, dass sie schon gestern den ganzen Tag genervt hat. Und dann meinen sie halt, lassen wir die mal im Auto. So, gut, und wo ist sie? Ja, Quatsch. Nein, das natürlich wird das deine Schwester sein, sonst hätte sie das ja nicht gesagt, oder? Jetzt mal ganz kurz. Mit Schuldzuweisung hin oder her sind wir jetzt durch. Wo ist jetzt die Schwester von ihr? Wo ist die, die auf das Kind aufpassen sollte? Und zwar jetzt raus mit der Sprache. Ja, jetzt mal ganz ruhig hier. Nee, wir sind jetzt hier nicht mehr ruhig. Aber wenn Sie das jetzt unbedingt wissen wollen, wir wollten uns hier treffen, weil sie wollte hier unbedingt in den Laden reingehen. Ich weiß nicht warum, aber... Das heißt, sie ist in den Laden reingegangen und solange wie Sie hier stehen, nicht mehr rausgekommen. Richtig, richtig. Wunderbar. So, dann nehmen wir mal in den Laden. Komm mal mit. Muss ich denn jetzt weil wir Sie jetzt hier nicht mehr aus dem bisschen im Hintergrund. Sie kommen mal bitte mit, aber halten Sie sich mal bitte im Hintergrund. Abmarsch. Weil Sie ein Zeuge sind. Ihr Ausweis mal wieder oder immer noch? Ihr Ausweis bleibt so lange bei uns, wie Sie mit uns zu tun haben. Ich habe gar nichts gemacht und ich werde hier hingestellt. Dann schlafen die. Kleine Diebin ist hinten in meinem Büro. Nee, deswegen sind wir ja nicht hier. Da sich keine Kundin im Laden aufhält, vermuten die Beamten jedoch, dass es sich bei der von der Verkäuferin erwähnten Diebin um die gesuchte Schwester handelt. Das würde auch erklären, warum die 17-Jährige noch nicht zum Auto zurückgekehrt ist. Ich möchte auch aufgehalten werden. Wie, wo warst du? Also, sie kennen sich. Ja, natürlich. Ja, wir kennen und sie sind so zusammen hergekommen. So, Nein. Was sollte für Sie das? Mal ganz kurz. Sag mir, warum lässt du sie allein im Auto? Dass Sie mal wissen, warum wir hier sind. Wir sind wegen einer Sache hier, die draußen auf der Straße passiert ist. Aha. So. Das heißt, wir sind jetzt ja nicht wegen Ihnen hier. Jetzt habe ich aber irgendwie gehört, hier gab es einen Diebstahl oder irgendeinen Vorfall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das nicht gestohlen, Sie müssen jetzt mir bitte helfen. Sie mal, wir sind ja dazu gerade Wir sind gerade dabei, das zu klären. Diese junge Frau wurde ertappt mit diesem Spiel hier in ihrer Tasche beim Rausgehen. Der Alarm hat sich ausgelöst. Mhm. Ich war im Laden, habe nach dem Guten geschaut, ne, ob alles in Ordnung ist. Wofür braucht man denn in so einem Laden Detektiv? Mal ganz ruhig. Bitte schön, Moment mal, meine Schwester, die würde nicht klauen, also das weiß ich. Ja, das war in der Tasche. Deswegen sind wir ja gerade Also noch mal ganz kurz. Also, ich wollte jetzt noch mal kurz die Leviten lesen, bevor ich die anrufe, damit sie versteht, dass das nicht geht. Verstehe. Also, dieses Spiel hat vorne beim Rausgehen die Warnsicherung ausgelöst. Genau. Jetzt ist aber meine Frage, das ist für uns ganz wichtig, haben Sie den Diebstahl, die Wegnahme denn auch gesehen? Nein, überhaupt nicht, nein. Ich habe also auf die Alarmanlage reagiert. Bitte glauben Sie. Ja, aber fällt ja jetzt nicht vom Himmel. Das sagen sie alle, war ich nicht. Ja, aber in der Klasse hat auch niemand was gemacht. Ne? Aber es ist ja mit Sicherheit nicht der erste Diebstahl. Nein, Sie haben soweit ja schon mal. Ja, klar, haben Sie irgendwo eine Videoaufnahme, irgendwas, wo man sich vielleicht mal angucken kann? Aber schon. Lassen Sie mal gucken. Ach, da ist er ja hier. Bevor Kai-Uwe Kardagis und Anne Leuschner die 17-Jährige wegen des im Wagen zurückgelassenen Kindes verwarnen, wollen sie zunächst die Aufnahme der Videoüberwachung sichten. Und die schafft Klarheit. Er wollte ein Spiel kaufen, wir wollten nur ganz kurz rein und dann hat er mich überredet, sie drinnen zu lassen im Auto. Und, Passiert nicht. Aha! Stopp mal ganz kurz.
Warte mal, was ist denn? Nee, wir gehen. Herr Winter, wie oft soll ich es denn noch erklären? Sie hat jetzt nichts damit zu tun. Okay. Offensichtlich ja doch. Nee. Jetzt lassen Sie mich doch mal gehen. Anna, kommst du mal bitte? Nee, kann ich gerade nicht. Komm mal her. Bringst du einfach mit. Ja, genau. Ja, ich habe doch gar nichts damit zu tun. Ich würde jetzt auch gerne gehen, weil ich habe so, einen dringenden Termin. Ich muss jetzt noch zur Arbeit. Mal ganz kurz. Ja, aber. So, was wir jetzt hier gerade sehen, ich habe das Bild mal angehalten. Sie haben dieses Spiel in der Hand. Wenn ich jetzt weiter drehen würde, dann würde man sehen, dass die dieses Spiel in die Tasche tun. Echt? Ich dachte, das ist von mir. Also jetzt mal ganz kurz. Wir haben die Möglichkeit, an diesem Spiel Fingerabdrücke zu nehmen. Und wenn wir die mit ihren vergleichen, dann ist es nicht nur dieses Bild, was das verweist, sondern eben letztendlich auch der Sachbeweis. Jetzt legen Sie mir auch noch Handschellen dafür an. Selbstverständlich. Ich habe jetzt diesen Eiertanz hier gesagt. So. Unglaublich. Okay. Für sowas jetzt. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Guido, ich bringe mich hierher. Ich habe alles für dich stehen und liegen gelassen. Ich meine, ich bin total verschossen in ihn, aber... Kann ich jetzt nicht verstehen. Ja, aber gut, wo die Liebe hinfällt, Ruhe jetzt. Können Sie nicht verstehen? Ja, was soll das denn jetzt heißen? Hierher zu fahren mit ihrem Auto und ich konnte einfach nicht Nein sagen. Wir wollten heute Abend noch ein bisschen... Wer ist denn gefahren? Aber du bist nicht gefahren, oder? Nein, er ist gefahren. Okay. Er hat mich überredet. Ich weiß nicht. Mhm. Ja, und jetzt? Ist das schlimm? Nö, oder? Ja. Warum ganz sollte ehrlich, das denn schlimm sein? Ich habe für dich meine Nichte im Auto sitzen lassen. Ja, das ist doch deine eigene Verantwortung, wenn du so dumm bist und das machst. Ist mal ruhig. Ist jetzt Ruhe? Ja. Schluss, aus, können Sie mal aufhören, mich hier die ganze Zeit so anzufassen? Nee. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich weiß selber nicht, warum ich es gemacht habe. Ich werde ihn schon mal in die Richtung jedenfalls bringen. So, komm. Nach Hause jetzt nicht unbedingt, aber erst mal zu uns. Unabhängig davon, dass die Emma sich ja strafrechtlich irgendwo dafür verantworten muss, das wird sie nicht drum rumkommen, ist es natürlich wichtig, in dem ersten Augenblick dann auch noch mal, ich sag mal, einfach menschlich noch mal zu sagen, worum es hier eigentlich geht. Dass man sowas nicht macht, die hat einfach nicht nachgedacht. Würden Sie sie jetzt mitnehmen können? Wir müssten sie jetzt nicht so zwingend mit zur Wache nehmen. Du musst aber zusagen, dass du heute auf jeden Fall noch mal vorbeikommst, ja, deine Aussage machst. Würden Sie sich darum kümmern? Ja. Warten Sie mal, ich glaube die Flasche. Kai, gibst du mal die Schnapsflasche hier natürlich. Von der Stehen? Alles klar. Guck mal hier. Lecker. Das, dann braucht sie nämlich nicht mit ihm hinten noch im Fahrzeug sitzen, ja? Okay. Okay? Dann kannst du das vielleicht wieder gut machen bei deiner Nichte. Es tut mir so leid, bitte. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann spielsüchtig ist und seine Freundin nur ausgenutzt hat. Er erhält eine Anzeige wegen Diebstahls. Die 17-Jährige trennt sich von ihm.